Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man bei der W6N454D das Untermesser wechselt. Zunächst einmal muss ich das Obermesser versenken, nach rechts drücken, ganz nach unten drehen, bis es weg ist. Dann brauche ich einen langen Kreuzschraubendreher. Bitte nicht so einen kurzen nehmen, wenn ich damit hier anfasse. Dann habe ich wieder das Problem, dass der Schraubendreher nicht gerade auf der Schraube sitzt, dann ist die Schraube nur rund. Deckel zumachen, von hier gerade draufsetzen und dann diese Schraube wirklich ein bisschen zusammendrücken, nach links drehen. Da ist sie. Zack, die erste. Und dann hier die zweite. Wieder festhalten. Zack, gerade. Das ist die zweite Schraube. So, nun kann ich mir das anschauen. Jetzt kann ich mein Messer hier rausnehmen. Da ist es. Das ist mein Untermesser. Das Untermesser wird tendenziell weniger gewechselt, weil das meistens härter ist als das Obermesser. So, wie setze ich das wieder ein? Ich schaue mir mein Messer an. Das ist ja leicht schräg nach rechts. Das ist die Kante, die nach rechts zeigen muss. Und dann setze ich mein Messer hier wieder ein. Jetzt muss ich es natürlich auch wieder festschrauben. Ist klar, dazu brauche ich meine Schrauben. Die kann ich hier draufsetzen. So. Leicht anziehen, nicht ganz festziehen am Anfang. Da müssen wir erst die zweite Schraube drin haben, ne? Weil sonst passt das nicht. Das Messer zieht sich ein bisschen hin durch die Schrauben. Hier auch leicht erstmal anziehen, dass wir locker drin sind. Jetzt hier oben. Wie gesagt, einmal festhalten. Anziehen, unten anziehen. So, und fertig.